Joe geht mit. Ich würde sagen, let's go. 1000 Euro auf der kleinsten Map der Welt. Derjenige, der gewinnt, bekommt natürlich 1000 Euro. Leute, schreibt gerne jetzt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wer gewinnt? Oh. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Mit meinem Code Reapers sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Creator Code bei ReapersYT, einfach in den Shop eintragen, alle 14 Tage neu eintragen. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen freshen Rocket League Video hier auf meinem Kanal. Freunde, in dem heutigen Rocket League Video spiele ich zusammen mit Joe. Was geht? Moinsen. Ein 1 gegen 1 auf der kleinsten Rocket League Map der Welt. Also lass jetzt mal einen Like da, wenn dir das Ganze gefällt und du Bock hast auf weitere Custom Maps, ja. Ich würde sagen, Joe, wir müssten ja eigentlich auf dem Video die 1000 Likes schaffen für die kleinste Map der Welt. Ja, aber sowas von, Digga. So safe, Alter. Also drop mal wirklich ein Like, teile das Video mit deinen Freunden und lass jetzt mal ein kostenloses Abo da bei mir und Joe, ja. Falls du das noch nicht getan hast, würde mich mega freuen. Joe ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Da haben wir natürlich auch einiges wieder aufgenommen. Also check das Ganze auch aus und ich würde sagen, Joe, ich mach dich jetzt fertig. Wir machen natürlich wieder 3 Games. Wer 2 gewinnt, hat das Ganze hier heute gewonnen. Und ich würde sagen, Joe, du weißt es noch nicht, aber Digga, wir spielen heute um Geld, okay? Wir spielen heute um Geld, wir spielen heute um 500 Euro. Also langsam ist lächerlich, immer spielen hier 500 Euro. Ja, ich würde sagen, Digga, wir machen mal kaum den Preis höher, also. Bruder, sagst du 1000 oder was? Ja, safe. Okay, 1000 Euro, Joe geht mit, ich würde sagen, let's go, 1000 Euro auf der kleinsten Map der Welt. Derjenige, der gewinnt, bekommt natürlich 1000 Euro, ich würde sagen, let's go. Okay, Joe, jetzt in der ersten Runde. Ich glaube, wir hatten noch nie ein Duell um 1000 Euro. Nein, also, tatsächlich. Das ist schon was Extremes. Und man muss natürlich dazu sagen, an die Leute, die jetzt vielleicht reinschreiben, ja, Digga, Joe hat doch aber eigentlich gar keine Chance, weil er ist ja niedriger gerankt. Ja, wer sich an das kleinste Map in Hoops erinnert, da hatten wir ja in diesem kleinen Kinderzimmer gespielt. Ja, da hatte Joe auch extrem gute Chancen, weil die Map natürlich halt ein bisschen kleiner ist. Und auf kleinen Maps habe ich halt eben nicht so den großen Vorteil, ich kann nicht so extrem fliegen und so. Und ja, da kommt es eigentlich wirklich nur aufs normale Rocket League Spielen an. Also ja, spielt das Ganze selber gerne mal, ne? Probiert selber gerne mal aus. Oh mein Gott, aber die Tore sind auch so klein, ne? Es ist so schwer, die Tore zu treffen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, ich wollte faken. Oh ja. Nice, okay. Sehr, sehr nice. Mit dem Ball. Ich weiß nicht, wohin mit dem Ball. Ja, Digga, das ist halt unfassbar. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott, er macht ihn nicht. Digga, Joe, ne? Leute, schreibt gerne jetzt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wer gewinnt? Oh, Bruder. Ey, das ist so schwer, den Ball reinzumachen, ne? Ja. Ja. Oh mein Gott. Wir haben natürlich auch nicht so den Boost am Start. Nein. Immer nur, wenn du den Ball touchst. Hast du das gemerkt? Jawohl, Digga, ja. Let's go. Nice, okay. 1 zu 0. Was ist mit dem Boost hier los? Also, ich habe mich halt gefragt, ja. So, lädt er sich langsam auf? Oder? Also, nur wenn wir den Ball berühren, lädt sich der Boost genau, auf? Genau, nur wenn du dich quasi zum Ball bewegst, ja, den berührst, irgendwie lädt er sich auf. Oder, ich weiß es nicht, keine Ahnung, gerade habe ich den Ball auch gespielt, hat sich nicht aufgeladen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oder wenn du einen Jump machst vielleicht auch. Oh nein, der ist auch drin. Ja. Ja. Ja, also ihr seht, es macht hier wirklich keinen Unterschied, welchen Rang man hat. Ne? Solange man, glaube ich, so auf Diamond-Niveau ist, ist alles völlig egal. Ne? Ansonsten, hier kann man wirklich einigermaßen gut gegeneinander spielen, wenn man halt auch ein bisschen unterschiedlicher, sag ich mal, ist vom Rang her. Ja, und auf jeden Fall ist es dann auch spannend. Ja, Digga. Ja. Und dann kommt er an mit dem höheren Rank und bumpt mich die ganze Welt. Digga, also das war der 1000-Euro-Bump, Digga. Das ist einfach nur lächerlich, Digga. Ach, Digga, der 1000-Euro-Bump, Maschallah, Bruder. Ne, Maschallah, Bruder. Leute, übrigens, gerade immer noch diesen Monat am Start. Ja, es gibt immer noch mein Giveaway. Ich verlose immer noch 100 Euro ab jetzt immer jeden Monat unter allen Leuten, die sich eben was bei meinem Partner Rocket League Exchange kaufen. Ja, einfach nur mit Code Reapers kaufen. Mhm. Ja, 3% nochmal sparen und dann mir die Bestätigung der Bestellung einfach auf Instagram schicken, Leute, ihr wisst Bescheid. Digga, 2-2. Es ist wieder genauso 2-2. Spannend, ist, wie wieder spannend bei der Hoops-Map, ne? Digga. Ja. Och nee, Luca, Digga, also
Ja, Digga, ja, zweimal also, der Bump und dann ist das Ding drin. In den Kommentaren steht, dass du ehrenlos bist und die ganze Zeit wegbumpst, Junge. Also, ja, Digga, du bist ehrenlos mit deiner lila Mütze da, Digga. Siehst aus, als wärst du gerade als Soldat geklaut worden, Junge. Du hast ja, die Mütze nicht mal, du No-Hand, Junge. Doch, ich hab die. Ich hab die. Du hast sie nicht. Ah, können wir gleich gucken. Ah, erstmal mach ich das Ding rein, Digga. Ah, Joe, ne? Wie fühlt sich das an, wenn das Portemonnaie blutet? Nicht gut. Doch man muss doch wirklich dazu sagen, Joe wusste vorher nichts davon, dass ich hier Geld noch mit einbringe. Ich habe ihm wirklich gar nichts gesagt. Ach, Digga, es ist lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Ja, Digga, mashallah, Bruder. Joe, ohne Witz, ne? Weißt du, mit diesen 1000 Euro, weißt du, was ich mit denen machen werde? Oh. Junge, also Luca, ne? Ich werde mit diesen 1000 Euro essen gehen, aber so richtig geil, Digga. Und dann werde ich dir ein Bild schicken. Oh. Ja, Mann. Ich nehme sogar die ganze Community mit. Nein, 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 nein. Ja, oh, da habe ich noch den Bump gekriegt, aber hat nichts gebracht, Alter. Shit. Okay, 6 zu 3. 2 Minuten, ah, also zwei du Minuten hast ist noch. Ja, aber na, du hast noch die Chance. Ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist. Unmöglich nicht, aber. Sehr schwer. Aber man muss natürlich dazu sagen, wir haben dieses Mal das Ganze auch ein bisschen anders gemacht. Nice, 7-3. Wir haben diesmal die Autos nicht ganz klein gemacht, ne? Wir haben halt wirklich nur die kleine Map, aber riesen Autos gefühlt. Ja, das ist natürlich auch nochmal interessant. Na, warte. Nein. Ja. Ah, shit, okay. Ich dachte, ja, ich bekomme den dann noch weg. Das ist kritisch. In einer Minute 40, da sehe ich mich dann doch nicht so. Willst du aufgeben oder was? Nein. Nee? Ah, okay, schade. Ich dachte, easy erster Win hier. Oh nein. Ich muss den Ball eigentlich nur noch vorne behalten, die letzte Minute. Oh, danke. Kuss. Ja, kein Vielen Ding. Dank. Ja, kein Ding. 8-4, also ich sehe dich eigentlich schon das Ganze verlieren gerade, muss ich sagen. Also die erste Runde, würde ich sagen, hast du auf jeden Fall verloren. Hast du da noch irgendwelche Worte zu? Du musst auf jeden Fall die nächsten beiden Runden gewinnen, ansonsten bist du 1000 Euro ärmer. Psst. Muss mich konzentrieren. Ja, ja. Halt, ja. Wenn der Ball einmal jetzt vorne ist, Digga, dann ja. Hat sich erledigt. Ich würde sagen, Joe, wir gehen mal lieber in die zweite Runde. Das hat ja keinen Sinn hier in der ersten Runde. Alter, in der Fresse. Ja, komm, let's go. Zweite Runde, Joe. Ich bin gespannt. Du musst jetzt beide gewinnen. Let's go. So, Joe, zweite Runde. Yes, sir. Digga, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, der safe, mashallah, Bruder. Da habe ich mich gesehen. Oh nein. Okay, erstmal rüber, meine Backe juckt, shit. Nein, das war unfair. Aua, ja, das war unfair. Hä, hab ich dich gebammt? Ja. Bei mir habe ich dich gar nicht, oh lol, getroffen. Boah, stell dir mal vor, man hätte hier wirklich kompletten Boost, Alter. Wie heftig wäre man bitte unterwegs? Unendlicher Boost, Bruder. Das wäre ein dickes Hin und Her. Oh! Und nur, ich habe keinen Flip gehabt. Ich habe einfach keinen Flip gehabt. Ja, ach, du hast keine Gehirnzellen, das hast du. Hier. Bam, Junge, kein Skill. Da, bam. Naja, mashallah, einfach vorbeigespielt. Okay. Oh Gott, nein, er liegt. Ah. Nein, Joe. Nein. Nein, 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 nein. Oh ja. Nein, Digga. Ja, Digga, dankeschön. Du machst mir aber auch echt einfach, Digga. Ja, ja, ich weiß, ich merk schon. Boah, aber diese Runde ist schon spannender. Glaube ich. Nein, der wäre drin gewesen, wenn ich den gelassen hätte. Ja, ich glaube, der wäre echt drin gewesen. Oh mein Gott, ich dulli, ne, wirklich. Nein. Ja, Digga? Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Ja, 3-0. Also, der Joe, du kannst mir eigentlich schon direkt per PayPal die 1K überweisen. Nö, gebe ich dir nicht. Ey. Ja, hier. Nee. Asozial. Nee. Asozial. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ein Scheiß, Digga. Oh! Ja, also. Boah, wie. Digga, Joe ist wieder am Ausrasten. Digga, weißt du, Joe, das war wieder skillig gemacht. Habe ich super 1A antizipiert, dass der genau so kommt. Und dann bam, Junge. Rein, Alter. Oh, jetzt. Da sehe ich mich. Komm, gönn mir einen Schubser.
Ah, brauchst du nicht mal. Danke dir. Ja, und gucke, Digga, also... Kein Bruder, Ding. 5-0. Ich sag dir, es wird so jetzt ein 10er. Lächerlich. 10-0. 10-0, komm. Okay, ich schlag den Deal jetzt vor, mitten in der Runde, okay? Mhm. Wenn ich über 10 gewinnen sollte, ja, dann kriege ich die 1000 Euro. Wenn nicht, dann ist 0-0. Gehst du mit? Ansonsten musst du... Ja, du musst ja eigentlich mitgehen. Wenn ich jetzt die 10 Tore schießen sollte... Dann musst du mir die 1K überweisen. Wenn ich es aber nicht schaffen sollte, dann muss keiner einem Geld überweisen. An deiner Stelle würde ich mitgehen. Ja, Mann, let's go. Komm, 3 Dinger noch. 1 Minute 15. Ist machbar, ist machbar. Komm, komm, einfach nochmal die Challenge hier mit drin. Die 10er Challenge. Ja, Digga, der fliegt 1A. Du hast aber auch ein... Der fliegt eins, ja, also Junge! Let's go! Wenn ich jetzt hier die 10 Tore schaffe, bekomme ich die 1000 Euro, Joe. Wenn ich es nicht schaffe, bekommt keiner die. Ich weiß nicht, ich muss mal von wem du die bekommst. Ja, komm. Kannst du mal PayPal öffnen, Digga. Junge, also wirklich, du hast mehr Glück als Verstand. Du kannst PayPal öffnen, Digga. Wirklich, du kannst PayPal öffnen, aber so maschala öffnen. Er hat das Spiel verlassen! Er hat das Spiel verlassen, Leute. Oh mein Gott, okay. An der Stelle würde ich sagen, Joe Brudi, ich warte auf meine 1000 Euro. Leute, schreibt mal in die Kommentare bei Joe, dass er mir die 1K jetzt mal langsam überweisen soll, weil ich glaube, Joe ist ein bisschen angefressen. Lass ein Like da, falls dir das heutige Video gefallen hat. Ja, ich würde sagen, 1000 Likes sind drin. Joe ist wieder richtig gut drauf, Leute. Ja, und lasst auf jeden Fall gerne ein kostenloses Abo da auf meinem Kanal, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Check die Half-Map hier, diese kleine Map gerne mal aus. Euer Bloody Reapers, Chivio. Ciao, ciao.